Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute zeigen wir euch die besten Frühstücksspots in ganz Berlin. Mit dabei Gags! Ich bin auch mit dabei, Freunde. Was geht? Frühstück am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich hab Bock. Ein Chee. Beschreib, dass du Türke bist mit einem Wort. Mit einem Bild oder so. Wie ging das? Das ist ein Bauern-Cousin. Wir sind sogar heute am Strand, meine Damen und Herren. Hier in Miami, so frisch gepresste Hose. Unsere erste Station, Baba Angora am Kudamm. Und guckt euch mal diesen Tisch an, was hier passiert. Emo, was machst du? Wallah, Frühstück. Frisches Brot, Pommes, diese schöne Platte. Das darf nicht fehlen. Sucuk mit Ketchup. Super. Und Sucuk Mümurta. Unser Frühstück startet mit Menemen. Machen so ein Sandwich draus. Oggi, was ich brauche früh am Morgen, ist Sucuk Mümurta. Das sind die Vitamine eines Türken. Eier und Sucuk. Was für Avocado, Orangensaft. Wir brauchen Sucuk, Cousin. Das sind die besten selbstgemachten Pommes in Berlin. Unbeschreiblich. Sucuk vom Grill. Heimat. Sucuk und Ketchup, super Kombi. Köfte vom Grill statt Sucuk vom Grill. Selbstgemachtes Zigarrabereck. Hör mal jetzt, Brack. Oh. Honig mit Kaimak. Oh mein Gott, Bruder. Boah. Ich glaube, wenn ich das esse, kann ich 4 Tage nicht schlafen. Vielen, vielen Dank. War alles super. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall hast du die coolste Mütze heute in ganz Berlin. Champion, wenn du weißt. Unsere nächste Station, What Do You Fancy Love? Und hier trinken wir einen guten Morgensaft. What's love? Got to do. Got to do. Unsere Säfte sind bereit und guckt euch mal diese schöne Farbe an. Sind wir die Power Rangers? Guck mal, er mag sowas gar nicht, Digga. Das ist richtige Anti-Mensch bei sowas. Was ist das, Ingwer? Aber. Falls ihr auf Säfte steht, dann kommt zu Fancy Love. Der Fancy Love gibt euch Love und ihr seid fancy drauf, Mann. Unsere Tour geht weiter. Wo sind wir? Bei Lomi. Hier soll es den besten Menemen in ganz Berlin geben, habe ich mir sagen lassen. Davon muss ich mich erstmal selbst überzeugen. Ich auch. Das ist er also, der beste Menemen Berlins. Also ich gehe nicht oft frühstücken, aber wenn ich frühstücke in Berlin, dann hier und diesen Menemen, all-time favorite. Aussehen wie der beste Menemen, tut er auf jeden Fall. Wir gehen in den Menemen rein, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, guck ich mal kurz an. Frage, Menemen mit Sucuk oder ohne? Schreib's also in ich bin Team ohne eigentlich. Ich bin Team mit. Aber es heißt doch nicht Sucuk-Man, es heißt Menemen. Sucuk Woman. Wow, Eminem. Jonesy, genau hier? Genau da. Oh nein, wenn er so lange still ist, habe ich Angst. Guten Appetit. Danke. Dankeschön, Dank. Sehr nett. Ihre Stimme war so sympathisch. So. Guten Appetit. Da ist irgendwas Scharfes drin. Da ist Harissa drin. Der Cousin von Hatira. Wow, Ende. Wow, Ende. Hicke, mich will dich füttern. Hast du deine Hände gewaschen? Nee. Ah. Trommelwirbel bitte. Erfolgreicher Menemen. Diesmal mit Sucuk. Als Nachtisch zum Menemen gibt es eine Acai Bowl. Guckt euch mal an, wie schön bunt die aussieht. Es ist Jaggedy Jack Jack Jackson. Ein schöner blonder Junge. Wow. Bist du wirklich mit der Gabel reingegangen? Okay. Wow. Sehr soft. Sehr clean. Warte. Warum ist deins dunkel und meins war hell? Na ja, weil es dunkler Acai ist. Ey. Ach so. Nimm's ihn. Empfehlung vom Chef, Antioxidantengetränk. Brauchen wir bei dem ganzen Dönerfleisch. Oh, eigentlich so ein Döner gleich, Bruder. Wäre super. Ich mag solche Smoothies. Einfach liegen. Das Einzige, was du trinkst, ist Eistee-Pfirsich und Ayran, Alter. Auf einmal. Unsere Foto geht weiter. Unsere nächste Station, Benedikt All About Breakfast. Wer auf Pancake steht, ist hier genau richtig. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. 3, 2, 1. Hey. Wow. Wow. What's going on? Was ist das denn? Oh, du Sana! Das, Jones, sind die besten Pancakes in ganz Berlin. Wir gehen hier rein. Bitte hup noch ein bisschen, damit ganz Deutschland das hört, bitte. Ich will das, Bruder. Ich will, dass jeder deinen Hupen jetzt kennt. Eine schöne Pistaziencreme und ein schöner Pancake. Eine schöne Glatze. Dieser Pancake sollte verboten werden. Mmh. Meine Damen und Herren, guckt euch das mal an. Hiki, bist du zum ersten Mal in seinem Leben? Offiziell. Mmh. Also ich empfehle euch, einen ganz kleinen Happen zu nehmen, weil sonst könnt ihr nicht mehr atmen. Atmen Sie ja durch.
funktioniert auch. Toi, toi. Ich merke aber, es schmeckt gut. Haben Sie auch Lust auf ein Stück? Bitte? Nein, was ist denn das? Pancake. Was ist das? Pancakes. Bitte probieren Sie es. Nein, ich will den nicht probieren. Ich will den nicht wegessen. Wo haben Sie das gekauft? Hier. Ich will es nur angucken. Ja, bitte. Das hast du schon mal gesehen, ja. Super. Man sieht, da guckt man sein Gesicht an. Alter, kommt der Freude auf. Ebenso. Nächster Spot, Bülent Börek. Wenn ihr Bock auf Teig und Käse habt, dann kommt ihr hin. Heißt der Besitzer hier Bülent? Unser Börek ist bereit, meine Damen und Herren. Und guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Hört es genau hin. Mmh. Wow. Niemals. Ist Bülent unser Mann oder nicht? Bülent kommt mal. Bülent Erzay auch. Oh mein Gott, was passiert hier, Bruder? Probier doch erstmal, kau doch erstmal. Einer der besten Börekläden in ganz Berlin. Wenn nicht sogar der beste. Unsere Foodtour geht weiter. Jetzt essen wir ein Klassiker in Neukölln. Wir sind bei Toasted und hier gibt's geile Toasts. Immer nach der Schule sind wir hergekommen und haben einen Toast gegessen. Unsere Toasts sind da. Ihr geht hier in die weiße Soße rein. Okay. Und ein Klecks von der roten Soße. Okay. Deyme felek, deyme, deyme. Salim ja. Ich bin gerade einfach zurückgeschickt worden in meine Jugendzeit. Das, meine Damen und Herren, ist der alte Burak. Ich blende euch kurz ein Bild ein. Toast mit Pute. Toasted. Ja, nimmst du. Ihr habt nicht viel Zeit, aber wollt mal schönes Frühstücken? Dann kommt zu Toasty. Toasted, nicht Toasty, Mann. Dann kommt zu Toasted und isst ein Toast. Unsere nächste Station, Gözleme Restaurant. Und hier gibt's typisch... Ja, es gibt den. Hier gibt's Gözleme. Hier werden die ganzen Gözlemes gemacht. Gözleme mit Spinat. Gözleme mit Isparta. Guck mal, Jackson, so sieht der Gözleme von innen aus, Bruder. Tüte hier mit. Frischer Teig, frische Zutaten, ab zum Finale. Unsere nächste Station, Neuköllnerin. Und hier gibt's Cornflakes. Wir frühstücken jetzt Cornflakes. Achtet mal bitte, wie cool dieser Laden aufgebaut ist. Und hier habt ihr einen Cornflakes-Schrank. Selbst die Decke ist voll mit Cornflakes. Und eine Goldplatte vom Bordsortfrauen, das hängt ihr auch. Unser Frühstück ist breit, meine Damen und Herren. Und guckt euch das mal an. Das sind amerikanische Cornflakes. Yes. Hast du jemals gedacht, dass du in Neukölln Cornflakes essen musst? Wir haben Steine gefressen, Cousin, jahrelang. Starting from the bottom, now we're here. Wichtig bei Cornflakes, immer mit kalter Milch. Jones hat zwar gerade gesagt, dass Toast deine Kindheit ist, bei mir ist es Cornflakes, Alter. Wie? Wir hatten nie Cornflakes zu Hause. Papa, wir hatten jeden Tag Cornflakes zu Hause. Was ist das? Das einfachste, schnellste und effektivste Frühstück. Cornflakes. 7 Up Cherry habe ich ja noch nie gesehen. Cherry, Cherry Lady. Du bist was Besonderes. Cherry, Cherry Lady. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Yes, yes. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr am Mittwoch Gala gegen Bayern aus dem Stadion sehen wollt, dann gebt ihr Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wird uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.